Es gibt keine zwei gleichen Fälle in diesem Universum. Wenn du zum Arzt gehst, dann hast du zwar so ein einzigartiges Gespräch unter vier Augen oft. Also du möchtest so ein privat, so ein persönliches Ansprache haben vom Arzt. Aber wenn er dann festgestellt hat, dass du Diabetes hast, dann wirst du genauso behandelt wie alle anderen Diabetiker. Nämlich du kriegst auch Insulin und dies und das und wirst da eingestellt. Fertig. Bei uns ist es umgekehrt. Wir sitzen in einer großen Runde oder eben so am Internet wie jetzt gerade mit ganz vielen Leuten und können uns zusammen darunter halten. Aber jetzt muss jeder seine eigene einzigartige Geschichte sich bewusst machen. Und das kannst nur du, weil deine Seele hat alles gespeichert, was du erlebt hast. Die war dabei, als du geboren wurdest, die kennt den Kreissaal oder wenn du zu Hause geboren bist, die kennt die ganzen Umstände, die weiß sogar, wie es im Bauch der Mama war. Das weiß deine Seele ganz genau. Sie weiß den Zeugungstag, wie deine Eltern da Sex hatten, also wie du bei diesem Liebesakt entstanden bist, das weiß deine Seele auch. Das können wir alles aufschreiben. Die einzige, die uns da immer sozusagen den Spaß verdirbt, ist die Ratio. Die Ratio sagt dann immer, ja, das kannst du doch gar nicht wissen, da warst du doch noch so klein und wie soll denn das gehen? Sag ich, ja, im Fronthirn, da habe ich das nicht, aber in meinem limbischen Gehirn, da ist das alles gespeichert. Da ist sogar die Zeit vor der Zeugung ist auch gespeichert. Und das macht dich absolut einzigartig. Du bist ein absolutes Unikum in diesem ganzen Universum. Auch auf einem anderen Planeten gibt es dich nicht nochmal. Es gibt zwar viele Apfelbäume, aber jeder Apfelbaum ist anders. Der eine hat die Äste so, der andere so, aber es sind alles Äpfelbäume. Es sind vielleicht alles Menschen oder es sind alles Hunde, aber jeder Hund ist anders. Oder es sind alles menschliche Zivilisationen, aber jede menschliche Zivilisation ist ein bisschen anders. Die einen sind eine Million Jahre voraus, die anderen sind eine Million Jahre hinterher und so weiter. Alles, was es einmal gibt im Universum, gibt es gleichzeitig ganz oft, aber immer in einer individuellen Ausprägung. Und das muss man sich bewusst machen. Und so geht es mit allem. Mit allem ist es immer so, dass die Ausprägung, die Konkretisierung eines Phänomens ist einzigartig. Aber das Grundprinzip, das gibt es ganz oft. Das ist so wie die Puppe in der Puppe in der Puppe in der Puppe. Und jede Puppe ist zwar ein bisschen anders gemalt, aber es ist eine harmonische Ordnung. Und deswegen sagt man, das Universum ist ein harmonisches Fraktal. Das heißt, es funktioniert auch wie im Kleinen, so im Großen. Wir sind auch Teil des Universums. Wir können nicht sagen, wir gehören nicht dazu. Jeder Mensch ist ein kosmischer Mensch. Und die Ordnung des Kosmos ist Harmonie. Und nicht nur harmonisch, es ist sogar noch auf energetisch niedrigstem Niveau. Das heißt, intelligenter geht es gar nicht. Und das Schöne am Kosmos ist, du kannst nicht rausfallen. Du kannst aus deiner Beziehung fallen, du kannst aus deinem Job fallen, du kannst aus deinem Wohnort fallen. Das geht alles. Aber aus dem Universum kannst du nicht rausfallen. Und das gibt dir eine unglaubliche Stärke.